Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Heute geht es um einen Superstar, absoluten Superstar, Rockstar unter den Hunderassen. Einen Hund, der weltweit bekannt ist. Ein Hund, der von vielen geliebt ist, von vielen aber auch gefürchtet ist, aber von allen respektiert wird. Ein Hund, der auf jeden Fall polarisiert und mit dem Bullterrier auch wahrscheinlich einer der übelsten Nachreden weltweit hat. Einer der besten Hundefreunde der Medien, denn diese schießen sich oftmals sehr gerne auf diesen Hund ein. Ein Hund, mit dem ich neben dem deutschen Schäferhund höchstwahrscheinlich die meiste persönliche Erfahrung gemacht habe. Und ein Hund, über den ich Ihnen in diesem Video die eine oder andere persönlich erlebte spannende Geschichte erzählen möchte. Und ich verspreche Ihnen, ganz besonders intensiv in diesen Hund hier einzutauchen heute. Es geht um den fantastischen Rottweiler. Die Entstehungsgeschichte dieses tollen Hundes ist eine ähnliche wie die der Sennenhunde. Auch der Rottweiler soll den römischen Kriegshunden entstammen, die sich bei ihren Märschen durchs damalige Germanien mit ortsansässigen Arbeitshunden verpaart haben. Es entstanden da verschiedene Schläge, verschiedene Typen von Arbeitshunden. Das waren aber zumeist starke, zähe, ausdauernde, widerstandsfähige, mutige Hunde mit ausgeprägten Wach- und Schutztrieb. Die wurden verwendet als Hüte, Treibhunde, als Zughunde. Das war auch der Grund, weshalb der Rottweiler, der Vorgänger des heutigen Rottweilers, weit bekannt war unter dem Begriff Metzgerhund, Fleischerhund, da von den Metzgern und Fleischhackern, die mit Waren beladenen Karren auf die Jahrmärkte zogen. Und dort hatten diese Leute die Vorliebe, ihr auf diesen Märkten erwirtschaftetes Geld via Börse am Halsband des Hundes zu befestigen. Sie waren sich sicher, niemand in der Umgebung würde es wagen, als Fremder diesen Hund die Börse vom Halsband zu entfernen. Das wäre fatal gewesen. Ja. Also wie gesagt, bekannt unter dem Begriff Metzgerhund. Fleischerhund, doch mit der Zeit fanden sich da Hundefans, die diesen Typ Hund forcierten, ein Zuchtprogramm starteten und im frühen 20. Jahrhundert wurde der erste Rottweiler Club Deutschlands gegründet. Der Rottweiler wurde mit Vorliebe bei der Polizei als Polizeihund ähnlich wie der Dobermann eingesetzt. In beiden Weltkriegen, Ersten und Zweiten Weltkrieg, kam er zum Einsatz als Diensthund. Auch heute ist der Rottweiler noch ein beliebter Diensthund bei Militär und Polizei, hat aber auch seinen Platz in unzähligen Familien als Familienhund gefunden, ist ein Wahnsinns-Wach- und Schutzhund und ganz beliebter Gebrauchshund. Kurz den Standard angekratzt. Rottweiler erreichen Schulterhöhen bis maximal 68 cm und das Gewicht wird bis zu 55 Kilo, mit bis zu 55 Kilo angegeben. Doch das entlockt mir ein Lächeln. Doch diesbezüglich etwas später. Farben sind schwarz mit braunem Brand. Ausschließlich schwarz mit braunem Brand. Das Fell wird zwar immer als kurzhaarig beschrieben, doch ich bin der Meinung, dass es den Rottweiler in zwei verschiedenen Fellvarianten gibt. Ich sah Rottweiler extrem kurzhaarig, mit so gut wie keiner Unterwolle und so gut wie keinen Anzeichen einer Hose auf den Schenkeln. Ich sah aber auch schon Rottweiler, die ein echtes Stockhaar besessen haben, mit recht üppiger Unterwolle, die von ihrer Felllänge schon fast in stockhaarige Schäferhunde reingingen. Ja, das sah ich, ist so. Und ich habe erst vor kurzem mit einem Zuseher darüber geplaudert, auch dem ist das schon extrem aufgefallen. Doch offiziell, laut Rassestandard, gibt es den Rottweiler nur in einer Fellvariation und das ist, ja, kurzhaarig, mit vorhandener Unterwolle. Aber wie gesagt, in der Praxis sieht das meiner Meinung nach schon etwas anders aus. Der Rottweiler hat einen Molosser-ähnlichen, breiten, kräftigen Kopf mit dreieckigen Hängeohren, ist in der Gesamterscheinung ein Hund, der für mich 60% molossoid ist und 40% Hüte- und Treibhunde-Anatomie mitnimmt. Ja, also er ist von der Anatomie gesehen für mich kein klassischer Molosser, geht aber stark schon in diese Richtung hinein. Also eine gute Mischung, würde ich mal sagen. Die Gesamterscheinung ist
die eines unheimlich athletischen, bewegungsfreudigen, bulligen, kräftigen Hundes, Respekt einflößenden Rottweiler, ein Kapitaler, egal ob Rüde oder Hündin, wenn der vor ihnen steht, ja, dann sie spüren den Respekt, den der fordert, rein von seiner Ausstrahlung her, würde ich mal halt so sagen. Ja. Beim Charakter vom Rottweiler spricht man von einem unheimlich nervenstarken Hund, der sich nicht schnell aus der Ruhe bringen lässt. Ich habe die Rottweiler in allen Facetten, Charakterfacetten erlebt. In sehr vielen Charakterfacetten erlebt. Habe ich einige Geschichten auf Lager, die ich Ihnen dann präsentieren möchte. Doch der Rassestandard spricht von einem unheimlich nervenstarken, ruhigen Hund, der schon eine gute Portion Feuer in sich lodern hat. Ist so. Er hat einen ausgeprägten Wachen-Schutztrieb, gilt als unheimlich loyaler, familientauglicher Hund, der allerdings einen Einmannhund darstellt, so wie der Schnauzer oder der Dobermann. Einmannhunde, wie wir wissen, sind Hunde, die sich in einem Familienverband eine Person heraussuchen, die für sie zu 100% ihre Bezugsperson darstellt, obwohl auch alle anderen Familienmitglieder geliebt werden, ist eine Person in dieser Familie die absolute Bezugsperson für einen Einmannhund. Das ist ein absolut geeigneter Gebrauchshund und gehört auch zu den Gebrauchshunderassen. Habe viel mit Rottweilern gearbeitet. Und obwohl der Rottweiler recht viel an Substanz mitbringt, also ich sage schon wirkliche Brocken an Rottweiler, ist das ein sehr beweglicher Hund. Mit, ja, möchte ich sagen, überdurchschnittlich ausgeprägter Triebigkeit. Der normale Rottweiler, also so wie wir ihn antreffen, so wie ihn der Rassestandard beschreibt, ist ein Hund mit eher gedämpfter Triebigkeit, also ein eher ruhiger Hund, der nicht ständig und überall unterwegs und dran ist. Doch es gibt Linien beim Rottweiler, die haben derartige Triebigkeit vorzuweisen, dass sie sich selbst vor den triebigsten Schäferhunderassen nicht verstecken brauchen. Ist so, gibt es. Das kommt ja immer auf die Linie an. Wenn Sie auf Züchter treffen, die speziell mit Rottweiler züchten, Arbeitslinien-Rottweilern züchten, also da sind schon weit triebigere Hunde dabei als Showlinien, die schon eher gedämpfter unterwegs sind. Ähnlich möchte ich mal sagen wie bei den Showlinien des deutschen Schäferhundes und den Working Lines der deutschen Schäferhunde. Ich möchte Ihnen kurz mal einige Erfahrungen, persönliche Erfahrungen mit Rottweilern meinerseits wiedergeben, weil ich der Meinung bin, dass die vielen verschiedenen Facetten des Charakters, welche ein Rottweiler vorweisen kann, gut beschreiben. Ja? Denn die Rottweiler, die ich kannte, waren eigentlich alle untereinander grundverschieden. Ja, sie hatten eine gewisse Basis, die werde ich dann ansprechen, aber im Detail unterschieden sie sich doch recht stark, möchte ich mal sagen. Ich habe hier alle Namen dieser Hunde stehen, die ich kannte. Ich möchte die aber nicht aussprechen. Ich möchte die Namen dieser Hunde nicht nennen. Ich weiß nicht, ob es den Besitzern dieser Hunde recht ist. Kann ja sein, dass die jetzt bei den Videos zusehen. Mit einigen bin ich nicht mehr in Kontakt. Mit einem dieser Besitzer der Hunde, welche ich hier gleich ansprechen werde, schon noch. Dennoch, ich behandle das gleich und werde die Namen dieser Hunde hier nicht nennen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es den Leuten recht ist. Sollten sie zusehen hier. Wir hatten einen wirklich kapitalen Rottweiler-Rüden am Abrichteplatz. Das war eigentlich der erste Rottweiler, mit dem ich am Hundeabrichterplatz in Berührung gekommen bin. Und das war ein recht ruhiger Rüde, ein ausgeglichener, nervenstarker, ruhiger Rüde, so wie es der Rassestandard auch beschreibt. Ich kann mich auf eine Situation ganz besonders gut erinnern. Wir waren bei der Schutzarbeit, also Unterordnung war vorbei, es kam zur Schutzarbeit und dieser Rottweiler war ein absolut fantastischer Schutzhund, hatte einen enorm großen Kopf und war überall, also bei den Leuten, die mit unserem Club zu tun hatten, auch die Konkurrenten von anderen Clubs, die gegen uns antraten bei Turnieren, bei Vergleichsturnieren, bekannt dafür, dass er einen unheimlich starken Griff am Schutzarm hat. Und ich kann mich genau erinnern, eines Tages figurierte mein Onkel diesen Rottweiler. Und als ich bei der Schutzarbeit zusah, ich glaube, das war bei Mutprobe Stock, kam der reingeschossen, setzte seinen Griff an und ich hörte einen Aufschrei. Ein Fluchen. Mein Onkel warf den Schutzarm am Boden und fluchte und schimpfte und der Rottweiler stand daneben, sah ihn an. Also, wissen wir, wie es beim Sportschutz ist, wenn der
arm am Boden fällt, ist der Mensch für den Hund uninteressant. Sah ihn an und war ganz verdutzt und wusste nicht, was los war, hat dieser Rottweiler beim Griff durch den Schutzarm durch das Glas der Uhr meines Onkels zerdrückt. Derartig kräftig hat er zugepackt. Ja. Das ist eine Geschichte, ich soll sofort von der Bank runterfliegen, wenn das ein Märchen ist. Ja. Also die Geschichte hat sich tatsächlich zugetragen. Wie gesagt, dieser Rottweiler war überall bei Leuten, die mit uns gearbeitet haben, dafür bekannt, dass er sehr kräftig am Arm beißt. Ja. Aber so etwas habe ich nur einmal erlebt in meiner Karriere als Hundesportler und dann nie wieder. Dieser Rottweiler hat das Glas der Uhr des Figuranten zerdrückt durch den Schutzarm durch. Also Sie können sich vorstellen, was für Kraft im Kiefer dieses Hundes gesteckt ist. Ja, das war ein Erlebnis mit diesem Rottweiler. Wir hatten dann noch einen Rottweiler eines Mitglieds, einer Dame bei uns am Platz. Über diese Dame habe ich schon mal gesprochen im Video, wo es darum geht, wie die Gesetzeslage aussieht, wenn ihr Hund sie beschützt. Das war dieser Rottweiler, der den Eindringling am Areal meiner Bekannten derartig verletzt hat, dass es dann zu einer Gerichtsverhandlung gekommen ist, wo sie absolut schuldfrei ausgestiegen ist, obwohl der Einbrecher, also der unbefugte Eindringling da auf dem Gebiet, schwer verletzt war. Der hatte eine schwere Bisswunde am Oberschenkel, einen offenen Trümmerbruch am Handgelenk, einen abgetrennten kleinen Finger, soweit ich weiß, und noch eine Fleischwunde am Unterarm. Ja. Das war der, was da auch meine Bekannte recht schwer verletzt hat, also die hat einige Blessuren davongetragen. Die Geschichte können Sie sich detaillierter anhören bei dem Video, wo es darum geht, wie sieht die Gesetzeslage aus, wenn der Hund sie beschützt. Ja. Dieser Rottweiler war das, um den geht's. Und das war ein Rüde, der absolut konzentriert war auf seine Besitzerin. Also die hat zusammengelebt mit ihrer Tochter, die hat alleine zusammengelebt mit einer geschiedenen Frau. Der Rottweiler absolut nett und lieb zur Tochter, aber die Besitzerin die absolute Bezugsperson. Und er war dafür bekannt, dass er generell mit Männern nicht gut zurechtkommt. Und als sie bei uns am Platz einmal gearbeitet hat und mit meinem Vater sprach und sich beklagte, Toni, hör zu, ich habe mit ihm das und das Problem und das Problem. Und mein Vater sagte, komm, gib ihn mir, ich gehe mal mit ihm, 10, 15 Minuten. Und sie sagte, tu das nicht, du weißt. Und ich sagte, gib ihm den Beißkorb rauf, sagte mein Vater, gib ihn mir, ich mache das schon. Ich weiß noch, ich sagte zu meinem Vater damals, Papa, bist du sicher, was du da magst? Ja? Also ich wusste, wie der Hund ist. Das war ein ziemlicher Brocken von Rüde. Also der hatte schon 62, 63 Kilo, ein Muskelpaket und der hatte recht viel Feuer. Also wenn dem etwas nicht passte, dann gab er das recht klar erkennbar. Ja? Kam das dann zum Vorschein bei dem Hund. Also das war schon ein sehr respektentflößender Rottweiler, möchte ich mal sagen. Mein Vater sah mich an und sagt, vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Ich bezweifelte das, aber ich kann mich genau erinnern und ich muss Ihnen sagen, das hat mich sehr beeindruckt. Mein Vater nahm den Rüden, der protestierte da sofort. Es gab da körperlich etwas kurze Auseinandersetzung. Der versuchte dauernd mit dem Beißkorb begleitet, meinen Vater klar zu machen, er akzeptiert ihn nicht. Ja. Ging auch ein paar Mal zum Sprung ins Gesicht über. Mein Vater fing ihn immer ab und der arbeitete mit ihm natürlich mit viel Körpereinsatz. Weit davon entfernt, Gewalt einzusetzen, glauben Sie mir das. Aber mit bestimmendem, dominanten Körpereinsatz und nach 5 Minuten ging dieser Rottweiler bei meinem Vater wie ein Gardesoldat. Die Besitzerin, verzeihen Sie mir, die war völlig baff, die hat sie überhaupt nicht gepackt, aber ich war auch baff, denn ich hätte es mir damals nicht zugetraut, ich war da so um die 18, 19 Jahre alt, kurz vor meinem ersten fortgeschrittenen Kurs, den ich leitete, hatte aber schon einiges an Erfahrung mit Hunden gemacht und was die Arbeit betrifft, auch mit Hunden, die eher im Bereich Problemhunde zu Hause waren. Aber ich hätte es mich nicht getraut, sage ich mal so. Also ich hätte immer Angst davor gehabt, ja, dass ich da mehr oder weniger vom Maulkorb des Hundes irgendwie bedient wäre, verletzt wäre. Das war ein sehr starker Rottweiler. Doch mein Vater nahm ihn binnen 5-10 Minuten viel Schliff raus. Ja, der Hund war klar merkbar verstört aufgrund dem selbstbewussten Auftreten meines Vaters. Mit dem hat der Hund nicht gerechnet. Ja, der war das gewohnt, dass die Leute da eher übervorsichtig sind. Also man hat direkt gesehen, er kam mit,
mit dem Auftreten meines Vaters nicht ganz zurecht und das hat ihn beeindruckt. Ja. Nein, der Maulkorb blieb oben und ich, also mein Vater wusste, so weit sind wir noch nicht, er hätte ihn auch niemals den Maulkorb runtergenommen, das hätte böse enden können. Aber ich muss sagen, alle Achtung, also da zog ich den Hut von meinem Vater, was der da binnen 5 oder 10 Minuten mit dem Hund zustande brachte. Ja. Ich hätte es mir nicht getraut. Aber dieser Hund war, dieser Rottweiler war, möchte ich mal so sagen, auf eine Art und Weise erzogen, dass er nicht einfach war zu führen in urbanen Gebiet, wo viele Leute unterwegs waren. Ja. Das war ein Hund, der, da lief immer ein, irgendwie ein absolutes Vorsichtsgefühl mit, wenn man in der Nähe dieses Hundes war, wenn ich so mal sagen kann. Also der hatte schon ziemlich viel Feuer, der Rottweiler. Ja. Dann gab es eine Rottweilerhündin, jetzt hätte ich ihren Namen gesagt, die lebte in derselben Gasse, wie ich damals mit meinen Eltern zusammenlebte. Und das war die Zeit, als ich noch Moped fuhr, da war ich 16 Jahre alt, Abrichterplatz schon involviert als Abrichterwarttrainer mit meinem ersten, kurz vor meinem ersten Anfängerkurs, glaube ich, war das. Also mit 17, glaube ich, leitete ich meinen ersten Anfängerkurs. Diese Hündin kannte ich recht gut. Der Besitzer dieser Hündin war ein Freund meines Vaters. Wir hatten unweit unserer Wohnung damals ein kleines Gasthaus. Dort kehrte der Besitzer dieser Hündin öfter ein. Und er hatte die Angewohnheit, dass er sie, wenn er dort auf ein Getränk saß, ja, im Umkreis von 20, 30 Meter, unbeaufsichtigt herumstreunen ließ. Ja. Und da waren Gebüsche, Wiese, ist zwar nicht optimal, wissen wir, aber der tat das. Und normalerweise gab es da auch nie ein Problem. Ich weiß, ich habe damals mein Moped, genau, ich bin zu meinem Moped rausgegangen und habe mir den Sturzhelm aufgesetzt. Und draußen beim Moped bin ich draufgekommen, dass ich etwas zu Hause vergessen habe. Und bin abgestiegen vom Moped und schnell wieder in Richtung Wohnung gegangen oder fast schon gelaufen, habe den Sturzhelm nach oben gehabt. Und in dem Moment, bevor ich also bei der Haustür war, schoss diese Hündin aus dem Gebüsch raus auf mich zu und attackierte mich. Ich blieb stehen, wandte sofort meinen Blick ab, also sah weg, sagte ihren Namen beruhigend, ja, und dachte mir, hoffentlich glaubt das, also hoffentlich fährt diese Strategie, diese Taktik ein. Ja. Also Blick abgewendet, keinen Blick, im Blickkontakt vermeidet, weggesehen. Sie kannte mich, aber sie war verstört, weil ich den Sturzhelm oben hatte, ja, und recht schnell beim Gebüsch, wo sie drinnen war, vorbeigelaufen bin. Ja, ist natürlich fahrlässig, die Hündin da drinnen herumlaufen zu lassen, unbeaufsichtigt, aber es war nun mal so. Ja. Also ich mache jetzt das Beste draus und ja, versuchte halt diese Attacke abzuwehren. Die bremste vor mir ab, knurrend, ja, und begann damit, mich zu beschnuppern. Und ich dachte mir nur die ganze Zeit, bitte bleib ruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Ja, zwei Dinge hätten jetzt passieren können. Also sie geht in den Attack-Modus über, sie wissen, das kann schnell gehen. Batsch, und sie hätte mich höchstwahrscheinlich am Schenkel oder sonst wo gepackt. Oder sie lässt sich von mir besänftigen. Und zum Glück ist Zweiteres geschehen. Denn als ich merkte, sie beruhigt sich, sie nimmt meine Witterung auf, sie kennt mich, ja, nahm ich ganz langsam meinen Sturzhelm ab, sah sie an, sprach ihren Namen aus und alles war gut. Ja. Aber ich sage Ihnen was, im ersten Moment, also als ich sie rausschießen sah aus dem Gebüsch, dachte ich mir, so, das war's jetzt, jetzt packt sie mich. Und es war auch, ich sag mal, es hat auch nicht viel gefehlt. Ja. Also das war ein Erlebnis mit dieser Hündin. Diese Hündin war auch, möchte ich mal sagen, eine recht dominante Hündin. Also die ging keiner Konfrontation aus dem Weg. Ja, wie gesagt, die Aufsichtspflicht des Hundehalters, die kann man da natürlich kritisieren, ist auch zu kritisieren, aber das war halt so. Jetzt kann man sowieso nichts mehr tun. Ich hatte dann noch eine Rottweiler-Hündin, auch eines sehr guten Freundes meines Vaters. Auch die arbeitete bei uns am Platz. Auch diese Hündin war zwar freundlich zu ihnen, wenn sie fremd waren. Ich war kein Fremder zu ihr, dennoch war sie nie überfreundlich zu mir. Und auch bei ihr, wollte jetzt den Namen sagen, auch bei ihr war immer ein gewisses Gefühl an, sei vorsichtig dabei. Immer, immer. Ich sah sie schon in Actions, in Situationen, ja. Schauen Sie, diese Hündin ist etwas kompliziert zu erklären, denn der Besitzer dieser Hündin liebte sie abgöttisch. Ich sage Ihnen was, der hätte sein Leben für diese Hündin gegeben. Also der war
wir sind alle verliebt in unsere Hunde, ja, aber manche Leute sind, naja, noch verliebter in ihre Hunde als andere, ja. Also ich bin auch einer, der seinen Hund abgöttisch liebt, aber der war auch so einer. Und dennoch hat er sie auf eine Art und Weise erzogen, möchte ich mal sagen, die nicht sehr positiv für die Hündin selbst war. Ja? Denn er brachte ihr Dinge bei, die dafür sorgten, dass eben so rassetypische Vorurteile entstehen. Also sie war recht schnell in der Gegend bekannt als, ui, die kommt schon wieder. Sie verstehen schon, was ich meine. Und er wusste das. Es war ihm aber egal. Dennoch erzog er die Hündin auf diese Art und Weise, weil es ihm nur einfach gefallen hat. Ja, aber was soll ich Ihnen sagen? Ja, es ist nicht mein Hund gewesen, aber ich erzähle Ihnen mal zwei Geschichten von dieser Hündin. Der hat ihr beigebracht, wenn er mit dem Finger irgendwo draufklopft, dreimal, ja, sie dann ansieht und dann mit dem Kopf nickt, dann ist das Kopfnicken für sie das Zeichen, dass sie in dem Gegenstand, wo er mit dem Finger dreimal draufgeklopft hat, rein zu beißen hat. Und das war völlig egal, was das für ein Material war. Ob das war Stein, Holz, Eisen, die hat da auf alles wäre die draufgegangen. Selbstverständlich ließ er sie nie in einen Stein oder einen Eisen beißen, aber die hätte das getan. Ja. Also er hatte das halt beigebracht. Ja. Er legte sie dazu ab, dann klopfte er auf irgendeinen Gegenstand dreimal drauf und sie fixierte den Gegenstand. Und fixierte den Gegenstand und sah ihn an. Sah wieder auf den Gegenstand und sah ihn an und wartete darauf, dass er mit dem Kopf nickt. Ja, wir wissen jetzt, um was geht. Eines Tages saß er da in einem Gastgarten am Tisch mit seiner Hündin. Und ein Mann mit einem Rad näherte sich, stellte sein Rad ab, war kein Platz mehr und er fragte ihn, ob er sich zu ihm am Tisch setzen kann. Er bejahte das, sagt, kein Problem, setze ich hin. Der dürfte schon etwas angeheitert gewesen sein, vorher schon eingekehrt gewesen sein. Und begann abfällig über die Rasse Rottweiler speziell zu sprechen. Also der Herr, was sie da auf dem Platz, auf dem Tisch gesetzt hat, wo der Bekannte meines Vaters mit seiner Rottweiler-Hündin war. Denn sie, die Hündin, ist neben ihm abgelegt gewesen. Die ist dort gelegen. Ja, das gefiel natürlich dem Besitzer dieser Hündin nicht. Ne? Und er sagte erst, die begannen etwas zu diskutieren miteinander. Ja. Er stand dann auf und ging aufs WC. Also der verließ den Tisch, der Mann, der da hingekommen ist mit dem Rad. Und der Bekannte meines Vaters machte Folgendes. Das Rad ist daneben abgestellt gewesen. Er tippte mit dem Finger dreimal auf den Reifen dieses Rades drauf. Die Hündin war abgelegt und hat das gesehen. Jetzt begann die damit, den Reifen des Rades zu fixieren und ihn zu fixieren. Den Reifen und ihn zu fixieren. Ja, also das ging die ganze Zeit. Die wartete nur mehr darauf, dass er mit dem Kopf nickt. Als der Mann vom WC zurückkam und sich auf den Tisch setzte, ging die Diskussion weiter, während die Hündin die ganze Zeit auf den Reifen sah und auf ihn sah, auf den Reifen sah und auf ihn sah und dauernd aufs Kommando wartete. Und der Besitzer der Hündin machte dem Mann den Vorschlag einer Wette und sagte, wetten wir, und da ging es um einen nicht unbeträchtlichen Geldbetrag. Ja. Sagte zu ihm, wenn ich mit dem Kopf nicke, zerbeißt meine Hündin den Reifen deines Rades. Und der wusste natürlich nichts von dieser Trainingsart hin und her und sagte, was für ein Blödsinn, hahaha, hihihi. Und willigte ein. Also da sagte er, ja, wetten wir. Ne? Also wie gesagt, da ging es um recht viel Geld. Und als sie die Wette mit per Handschlag besiegelten, sah er die Hündin an, nickte mit dem Kopf, die sprang auf, biss in den Radreifen rein und psch, das war's mit dem Radreifen. Ja. Der Mann laut protestierend und hin und her, aber Wettschulden sind Ehrenschulden, musste das Geld zahlen. Was dann danach rausgekommen ist, weiß ich nicht, aber ich sage, ich garantiere Ihnen, die Geschichte ist echt. Ja. Also das war die Hündin von ihm. Ich weiß auch, dass sie alle in der Familie recht liebte. Also das war eine Hündin, die alle in der Familie recht liebte. Dennoch war die meiner Meinung nach immer mit Vorsicht zu genießen, denn der Schwager von ihm, der recht viel Kontakt mit dieser Hündin hatte, der begann sie einmal, wie soll ich sagen, ja, zu segieren, zu ärgern. Und mein Bekannter sagte zu ihm erst, lass sie in Ruhe. Die gibt dir eine. Ne? Und der, na, die beißt mich nicht, die kennt mich, die liebt mich, ich habe schon so oft mit ihr gespielt, die lassen nie im Leben und da lege ich meine Hand ins Feuer und hin und her. Ja, und die biss ihn. Also der hatte eine recht schwere Fleischwunde am rechten Bizeps, kann ich mich erinnern, da in der
in der Richtung. Also das sah nicht so nett aus. Ja. Diese Hündin zerschlug ihn auch einmal mit dem Kopf die Windschutzscheibe seines BMWs von innen, als sich ein Zeitungsverkäufer näherte. Sie wissen schon damals, heute habe ich das schon lange nicht mehr gesehen, wird es euch wahrscheinlich nicht mehr geben, wenn die Zeitungsverkäufer sich dem Auto genähert haben und ja, Zeitung. Schoss er mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, war so ein Riss drin. Gäbe es noch einige Geschichten zu erzählen von dieser Hündin. Aber das war eine Hündin, die zwar generell recht freundlich war, aber immer mit Vorsicht zu genießen war. Stand auch einmal in der Zeitung, denn die hatte da eine Bleibe in Graz in der Steiermark, wo er des Öfteren zu Hause war mit der Hündin und die dürfte dort binnen einer Woche mehrere Katzen getötet haben. Da gab es einen Artikel in der Zeitung, die Katzenwärterin von Graz. Das war in den 80ern. Das war diese Hündin. Ja, ich kannte dann, wir hatten dann noch einen Nachbarn, auch mit einem wahnsinnig kapitalen Rottweiler Rüden. Groß, schwer, fast schon überm Standard, aber absolut entspannt. Komplett das Gegenteil. Keiner Fliege war es zuleide getan. Ein Hund mit einer Ausgeglichenheit, einer Ruhe, einer Nervenstärke, ein Hund, dem die noch so pöbelnden Rüden absolut nicht interessiert haben. Also das war der ist mit einer absoluten Wurstigkeit, mir ist alles egal, durchs Leben gegangen. Also das Feuer, das die beiden Hündinnen inne hatten, welche ich ihnen vorher da gerade erzählt habe, das fehlte diesem Rüden absolut. Also das war ein total ruhiger, entspannter Hund. Ein Bulle, ein Brocken eines Rottweilers, aber total freundlich. Zu jedem Fremden freundlich, zu jedem Hund freundlich. Und wenn da ein Rüde vorbeiging und pöbelte, war dem das völlig egal. Also der war wieder komplett das Gegenteil. Absolut kein Feuer. Fast schon, möchte ich sagen, phlegmatisch unterwegs, aber ein wunderschöner Kerl. Kann mich gut auf ihn erinnern. Ich kannte dann zwei Brüder. Die habe ich schon mal angesprochen beim Vergleichsvideo großer Schweizer Sennenhund und Rottweiler, die aus der Zuchtstätte meines ehemaligen Verbandspräsidenten standen. Und hierzu möchte ich etwas zu Größe und Gewicht sagen. Das waren zwei Mutanten, denn der Rottweiler erreicht der Schulterhöhen bis zu 68 cm und wird bis zu 55 Kilo schwer. Bodo hatte 74 cm Schulterhöhe und war 72 Kilo schwer. Glauben Sie mir das. Und der Hund war trocken, der war nicht dick, der hatte nichts Dickes an sich. Das war einfach nur ein Brocken. Sein Bruder Hoss war 72 cm hoch und 68 Kilo schwer. Also das waren zwei Mutanten. Also die waren unpackbare Riesen. Diese Zuchtstätte ist aber dafür bekannt, unheimlich großrahmige Rottweiler zu züchten. Ich habe mal nachgesehen, weil ich mit einem Zuseher gesprochen habe, über diese beiden. Der dürfte auch heute noch züchten. Was ich gesehen habe, doch halten die sich mittlerweile anatomisch eher im Rassestandard auf, seine Hunde. Doch die beiden Brüder damals waren weit außerhalb, ja, von erlaubten Schulterhöhen und Gewicht. Doch ich kann mich noch genau erinnern, auch diese beiden Rüden waren sehr ruhig. Und als wir damals auf einer Ausstellung waren, da irgendwo in der Steiermark, war ein guter Freund von mir mit. Wir saßen beide auf einem Tisch. Ich war ohne Hund dort, ich war dort Richter, Formrichter. Ich richtete auch die Rottweiler, auch die beiden. Das war ein recht hoher Tisch. Und als wir dort so saßen, baumelten unsere Füße runter. Mein Freund saß links von mir und links von ihm lag Bodo, der ganz Große, der Brüder, 74 Schulterhöhe, 72 Kilo, lag zu seinen Füßen und entspannte dort. Ich weiß noch, mein Freund hatte damals diese, vielleicht kennen Sie die noch, die weißen Jogging High, was da gab, die Adidas, hatte an und die baumelten so unten am Tisch herum. Und Bodo sah ihn an, sah seine Schuhe an und machte und hatte den ganzen Adidas-Schuh in seinem Maul drin und sah ihn an. Aber freundlich, ja, also das war einfach nur, ja, gib mir was zu knappern. Also der spürte das fast nicht, nur mein Freund saß neben mir, sah mich so an. Ich musste lachen, ja, das war eher so, ja, weiß ich nicht, was ihm da eingefallen ist, dem Hund. Ja, aber der nahm seinen ganzen Fuß ins Maul. Ja, der war da drinnen und sah da halt wieder raus, nicht, und sah ihn dann an. Hatte so einen Kopf, das war ein Übermutant, aber sehr freundlicher Hund. Unheimlich freundlicher Hunde. Das sind einige meiner Erfahrungen mit dem Rottweiler. Rottweiler habe ich in allen Charakterfacetten gesehen. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich meine Meinung über den Hund abgebe, schauen Sie. Der Rottweiler ist ein Hund
für charakterlich starke Menschen. Der Rottweiler ist ein Hund, der ihnen sehr schnell charakterlich davonlaufen kann, wenn sie ein unsicherer Mensch sind, der sich vielleicht, um seine Sicherheit zu stärken, einen Hund zulegen möchte. Ja? Und diesen, wie soll ich sagen, auf eine Art und Weise erzieht, dass er seine Unsicherheit damit kompensiert. Hier kann ein Rottweiler charakterlich schnell davonlaufen. Ein Rottweiler, der zum Problemhund geworden ist, ja, also der zu dominant wird, zu kampflustig wird, ist ein Horror. Ich weiß, es gibt so viele Leute da draußen, die behaupten, dass man Problemhunde behandeln kann, indem man ihre Probleme wegflüstert oder wegstreichelt. Schauen Sie. Ich möchte hier als Beispiel vielleicht die von mir sehr hochgeschätzte Hellhound Foundation ansprechen. Das sind Leute, die stehen im Feuer. Die stehen an der absoluten Front. Und das sind Leute, bei welchen sogenannte Wegstreicher und Wegflüsterer mal in die Leere gehen sollten, um etwas Demut zu erfahren und zu sehen, wie es wirklich ist, wie es sich wirklich abspielt. Ich habe nicht allzu viel Wissen über die Hellhound Foundation, aber ich ziehe meinen Hut vor diesen Leuten. Also die haben echt was drauf, die haben Mut, die haben Wissen und die haben ein Riesenherz. Doch wenn sie einen Rottweiler falsch erziehen, dann kann es sehr leicht sein, dass das ein Kandidat für eben diese Hellhound Foundation wird. Ein außer Rand und Band geratener Rottweiler ist eine Katastrophe. Das ist ein unheimlich starker Hund, der hat eine Power. Und wenn der einen gewissen Drive entwickelt in eine Richtung, den er dann hartnäckig beibehalten möchte, dann holen sie den da nur ganz schwer bis überhaupt nicht mehr raus. Deswegen sage ich, ein Rottweiler ist ein Hund für Leute, die es wirklich verstehen, einen Hund vernünftig zu erziehen. Wenn sie das tun, dann haben sie mit dem Rottweiler einen der fantastischsten Hunderassen der Welt im Besitz. Das sage ich Ihnen. Das ist ein wahnsinnig toller Gebrauchshund. Ein unheimlich fantastischer Familienhund, der sehr gut mit Kindern klarkommt, wenn sie den Hund gut erziehen. Ich betone noch einmal, den Rottweiler falsch zu erziehen, mit aufgrund von falschen Vorstellungen zu halten oder zu erwerben, kann fatal sein. Es hat gewisse Gründe, weshalb dieser Hund sehr schlechte Nachrede hat weltweit. Nein, das ist bei Gott kein böser Hund. Nein, mit Sicherheit nicht. Aber er neigt dazu, schnell in eine falsche Richtung abzudriften. Da werden mir viele Rottweiler-Fans zustimmen, da bin ich mir sicher. Rottweiler gibt es in allen Charakterfacetten. In allen. Es kommt immer darauf an, wie sie den Hund erziehen, welche Facetten sie von diesem Hund fördern. Ja, natürlich gibt es auch Rottweiler, die von Geburt auf anders sind charakterlich als andere. Das ist ja ganz klar. Doch die Basis ist immer die gleiche beim Rottweiler. Ja, das sollte normalerweise, wenn es ein gesunder Hund ist, ein nervenstarker, ruhiger Hund sein, mit gesundem Selbstbewusstsein, der keinem Konflikt aus dem Weg geht, der aber nicht ständig auf der Suche nach Streit ist. Aber diese Facetten können so streuen, ja, wenn sie nicht aufpassen, dass das ein Wahnsinn ist. Sie verstehen schon, was ich meine. Ich sage, der Rottweiler gehört mit besonders viel Gefühl erzogen, denn der Rottweiler kann sehr schnell ins Negative abdriften, wenn man das nicht tut. Doch, ich wiederhole mich, wenn man den Rottweiler gekonnt erzieht, mit Händchen erzieht, wenn man ihn das bietet, was der Hund braucht, nämlich einen sicheren Führer, also eine Person, wo er weiß, ja, da bin ich zu Hause. Eine Person, die dem Hund sagt, was er darf, was er nicht darf, was er tun soll, was er nicht tun soll. Eine Person, die diesen Hund einfach mit Händchen erzieht, dann ist das ein absolut wahnsinnig toller und fantastischer Hund. Mit Sicherheit eine der fantastischsten Hunderassen auf der ganzen Welt. Das ist meine Meinung über den Rottweiler. Mir gefällt er unheimlich gut. Ich habe schon oft mit einem Rottweiler spekuliert, habe leider noch nie einen besessen. Ja, kenne sehr viele Rottweiler und kann jeden Menschen verstehen, der sagt, der Rottweiler ist für mich der beste Hund der Welt. Ja, lieber Zuseher, das war mein Video über den Rottweiler. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Es würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.